Speedster hat in der langen Sommerpause weiter am Auto gearbeitet, wie alle anderen Hersteller natürlich auch, aber bei Speedster hat man wohl die ein oder andere Zehntelsekunde gefunden und natürlich passt der A1-Ring der ehemalige natürlich sehr gut zum Auto. Und weil das so ist, schauen wir uns jetzt die offizielle Streckenvorstellung zum 7. Lauf der International Grand Prix in der Sommersaison jetzt auch aus Sicht von Tobias Dorsch an. Also eine Runde mit Tobias Dorsch im Speedster.